Wir sind bei Cloud Surfer im Welcome Wonderland. Eine neue Stage, ein neues Level. Ich sehe gerade, wir müssen sliden, das heißt, wir rutschen irgendwo runter. Oh Gott, das wird ja. Jetzt weiß ich, was die alle meinten mit. Okay. Ja, wie gesagt. Ich spiele es immer noch mit Tastatur und ich glaube, das ist das, was alle meinten. Das wird ein bisschen schwierig und Fingerakrobatik werden. Hier muss ich rüberspringen. Oh Gott, das ist ja echt kompliziert. Ach Gott. Oh, ich glaube da. Jetzt muss ich wirklich bald mal meinen Joystick auspacken. Aber wie so viele klassischen C64-Spiele ist auch BitTrip Runner ein Auswendiglernspiel. Die Frage ist, wie lange ich brauche. Ah nein, das kann nicht wahr sein. So kurz vom Ziel. Naja, gut. Ein neuer Versuch. Hupf. Gibt es eigentlich eine Zeit, die man hat? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut, ich sollte vielleicht ein Gold noch mitnehmen. Also nochmal von vorne. 1, 2, 3, 4 und go. Ja, was sehen wir hier Schönes im Hintergrund? Immer noch die schöne Wolkenstadt. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Ja. Ein weiter Versuch. Bei Burger Mouth. Was auch immer da es Leckeres zu essen gibt. Also Burger, denke ich mir schon, aber welche Art von Burger? Chicken Burger. Hamburger. Also Rindfleischburger. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Das war ja die S-Taste oder die D-Taste? Ne, die S-Taste. Mann, das ist aber jetzt ärgerlich. Und hüpf, und hüpf, und hüpf, und hüpf. Nein. Leute, das kann echt nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss mal anders spielen hier. So, jetzt benutze ich mal zwei Hände. Mal gucken, ob das besser ist. Ja, ich glaube, ich muss einfach mein Gamepad auspacken. Ich weiß gar nicht, wie viel der Versuch ist das jetzt? Den Checkpoint hätten wir fast eben, also vor zwei, drei Versuchen erreicht. Ich meine, ich hätte ihn schon gesehen, zumindest diese rote Schranke. Hüpf, hüpf, hüpf. Sliden, sliden, hüpf, hüpf, hüpf. Sliden, sliden, hüpf, 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 hüpf. Nein, oh, war aber knapp. Jawohl, wir haben den Checkpoint erreicht. Gott sei Dank. Nein, ah, das gibt's. Habe ich mich auf die Pfeile konzentriert. Was bedeutet das? Grün ist oben. Dann gehen wir doch lieber nach oben, oder? Wir sollten vielleicht das Gold mitnehmen. Wir sind jetzt bei 17 von 34 Goldstücken. Das ist noch einiges. Aber noch einiges vor uns. Ah, das hätte ich fast nicht geslidet. Meine Güte, ey. So, wahrscheinlich wird das erstmal die letzte Folge werden, weil ich muss unbedingt, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, das Gamepad mal auspacken. Get a costume. Aha. Get a costume? Keine Ahnung. So. Wird's dann mal wieder ein Bullseye oder nicht? Ich vergesse den Winkel immer. Ja, es wird kein Bullseye. Aber ich werde dieses Level bestimmt noch ein paar Mal spielen.
Ah, Get. Ich wollte gerade sagen, wie Miss. So, jetzt haben wir irgendein Kostüm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob 993.000 an Score viel ist oder wenig ist. Ja. Ich werde es offline nochmal spielen, um den Bullseye zu bekommen. Aber war schon ein schönes Level. Herausfordernd mit dem Sliden. Und mal gucken, ob ich einen Xbox-Controller noch angeschlossen bekomme für PC. Und dann geht es vielleicht beim nächsten Mal, aber spätestens, wenn eine neue Taste hinzukommt, mit dem Joystick weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Level.